Ohne fossile Energieträger würde unsere Welt ja, mit Sicherheit sauberer aussehen. Wir hätten die Klimaerwärmung mit Sicherheit heute nicht so präsent, wie wir sie aktuell spüren. Und ich denke auch, wir hätten politisch ein stabileres System, weil wir eben nicht mehr abhängig wären von, ja, von Ressourcen, die in verschiedenen Ländern sozusagen allokiert sind, sondern wir würden ja in kleinen quasi Mikrozellen unsere eigene Energie produzieren. Das würde natürlich auch auf der politischen Seite viel mehr Stabilität garantieren. Ja, um die Geschwindigkeit zu beschleunigen, hilft eigentlich nur eins. Wir müssen tatsächlich die unterschiedlichen, bis jetzt einzeln agierenden Sektoren miteinander verbinden. Und dort, wo man Verbindungen schafft, hat man Schnittstellen. Und Schnittstellen funktionieren eben meistens nur gut, wenn sie genormt und standardisiert sind. Und genau das ist die Aufgabe der Normung. Ja, wir müssen diese ganzen Schnittstellen zwischen den einzelnen separat agierenden Sektoren normen und standardisieren, sodass sie miteinander ja, funktionieren. Und dann schaffen wir sozusagen die All Electric Society. Es klingt erstmal einfach, aber die Komplexität der Schnittstellen zwischen den Sektoren ist riesig. Das darf man nicht unterschätzen. Also da geht es um Datenprotokolle, um Datenräume, die vereinheitlicht werden müssen. Das ist unheimlich kompliziert. Hört sich jetzt auch erstmal trivial an, ist es aber nicht. Das bedarf einer komplexen Standardisierungslandschaft. Da müssen Roadmaps geschaffen werden. Da müssen erstmal überhaupt die White Spots ermittelt werden. Wo gibt es schon Normen? Wo fehlen uns noch Normen? Das ist alles eine sehr komplexe Angelegenheit und wird auch eine gewisse Zeit dauern, bis wir das umgesetzt haben.